Okay. Durch die Bäume bin ich überraschend gut gekommen. Ich habe nämlich die Schnauze voll von diesem ständigen Laufbänder quer durch die Walachei im Zickzack zu führen und dabei unglaublich oft angegriffen zu werden und dann am Ende gar nicht zu wissen, ob ich mich da jetzt irgendwie verfranse oder ob ich noch 10-mal zurücklaufen muss, weil mir Eisenplatten fehlen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich nochmal zurück muss später wegen noch mehr Beton. Aber wir schauen mal, wie weit wir überhaupt kommen. Ne? Aber da gibt es halt auch drei Sachen, die ich aus Öl herstellen kann. Gummi, Platinen und... Gummi, Platinen und Rohöl, glaube ich. Ja. Und, oder? Nee, Rohöl mache ich daraus. Aber naja, ihr wisst schon. Hübsch. Ich glaube, das ist einfach hinter dem großen Berg da hinten. Also ich hoffe, dass es so ist. Denn andernfalls... Ja, nee, es ist sicherlich da irgendwo. Jetzt bin ich gerade mal gespannt, ob ich quasi genau auf diese Felsbrücke da zubaue oder unten drunter durch oder whatever. Es wäre schön, wenn da einfach auch stehen würde, wie weit der Schlepper noch weg ist. Guck, was macht er denn da? Na, willst du da runterfallen, du Knallkopf? Ja, seht ihr den? Dieses Schildkrötenwalvieh dort? Okay, er dreht um. Schlau von ihm. Okay. Müssen wir mal schauen. Ich muss gleich sowieso zurücklaufen und Beton holen. Aber... Okay. Ist da oben was abgestürzt? Ja, sieht so aus. Naja, ist ja schön, dass wir jetzt quasi uns dem Ding nähern.
Oh. So. Ah, okay, das ist mitten im Gift. Okay, das heißt, ich baue noch höher. Aber ich kann die Treppe gerade nicht weiterbauen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Okay. Nehme ich nochmal so 1000 Zement und Platten mit. Und dann wird das sicherlich klappen. Kann ich nämlich hier über diese Plattform die drei Produkte, die da unten entstehen, transportieren. Das Rohöl erstmal nicht. Ja. Das wird aber, boah, wenn ich dann quasi hier oben, ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn ich hier oben die Monorail quasi lang fahren lassen kann, dann ist das die wunderschönste Aussicht der Welt. Denke ich. Und ich glaube nämlich auch, dass ich die Monorail bestimmt auch nutzen kann, um Waren zu transportieren, logischerweise. Und dann kann ich die so in einem Kreislauf fahren lassen und Sachen einsammeln und dann irgendwo abliefern. Das wird spannend, glaube ich. Da freue ich mich schon drauf. Aber da muss ich halt erstmal hinkommen. La la la. Ich bräuchte jetzt irgendwie so ein Fahrzeug, das ich hier oben fahren könnte. Ein Roller oder so. Oh shit, nein, 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 oh. Gut, es sind ja jetzt sehr weite Wege, aber ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt quasi kurz davor sind, das da zu erledigen. Ich muss aber auch irgendwie noch schwere modulare Rahmen bauen. Irgendwie. Oh.